Wie sieht ein Mittelwertvergleich durch einen T-Test bei Dummy-Variablen aus? Nehmen wir uns den Datensatz JTrain 2 im R-Paket Woodridge. Das ist ein Datensatz mit 445 Observationen von 19 Variablen. Wir fokussieren uns jetzt hier auf die Variable Train. Das ist eine Dummy-Variable. Entweder ist man in einer Programmgruppe, dann ist die Dummy-Variable gleich 1. Oder man ist in einer Kontrollgruppe, dann ist die Dummy-Variable 0. Also 0 steht für die Kontrollgruppe, 1 für die Programmgruppe. Und wir wollen jetzt wissen, ob der Anteil der Verheirateten in der Programm- und Kontrollgruppe vergleichbar ist. Es geht also um die Überprüfung der Zufallsauswahl in einem randomisierten Experiment. Married ist jetzt auch eine Dummy-Variable. Also 1, wenn man verheiratet ist, und 0, wenn man nicht verheiratet ist, und dementsprechend eine Dummy-Variable. Wenn wir also jetzt hier den T-Test durchführen, den Welsh Two-Sample T-Test, dann sehen wir Folgendes. Das muss man sich jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Sehen wir, dass der Anteil der Verheirateten in der Kontrollgruppe, 0 steht ja für die Kontrollgruppe, bei 15% liegt. 0,15, 15%. Und der Anteil der Verheirateten in der Programmgruppe, Gruppe 1 steht ja für Programmgruppe, liegt bei 18%. Das heißt, diese Differenz zwischen diesen beiden Prozentsätzen, so gut 3,5 Prozentpunkte, ist auf den ersten Blick relativ groß, aber nicht groß genug, um signifikant zu sein. Der P-Wert liegt bei 33% und ist damit größer als die Schwelle 5%. Das heißt, dieser Unterschied ist nicht signifikant. Der Unterschied in Prozentpunkten ist nicht signifikant. Das heißt, diese beiden Gruppen sind miteinander vergleichbar. Jetzt könnte man natürlich einwenden und sagen, ja, aber das ist doch ein Mittelwertvergleich und hier geht es doch um Anteile. Das sollten wir uns mal genauer angucken. Nehmen wir mal an, es wären 10 Personen in der Kontrollgruppe. Und von diesen 10 Personen sind 5 Personen, die nicht verheiratet sind, und 5 Personen, die verheiratet sind. Ja, die Einsen stehen ja für verheiratet. Wenn ich jetzt also den Mittelwert ausrechne, addiere ich doch die ganzen Nullen, also diese 5 Nullen, und dann addiere ich die ganzen Einsen, also diese 5 Einsen, und teile es durch die Anzahl der Beobachtungen, es sind ja 10. So definieren wir ja Mittelwert. Jede Durchschnittsnote, die ihr ausgerechnet habt, ist eben alle Noten addiert, geteilt durch die Anzahl der Fächer. Das ist der Mean. Und das heißt, da kommt doch raus dann 5 durch 10 und damit 0,5 und damit 50%. 50% sind hier verheiratet. Und das ist doch identisch mit dem Anteil der Verheirateten, der hier bei 50% liegt. Also Mean und Anteil sind identisch und deshalb kann ich auch hier den T-Test anwenden, den Mittelwertvergleich. Jetzt packen wir das Ganze in eine potenzielle Klausurfrage. Mittelwertvergleich durch T-Test bei Dummy-Variablen. Was ist hier die Forschungsfrage? Die Forschungsfrage ist, sind die Anteile an Verheirateten in der Programm- und Kontrollgruppe in der Population miteinander vergleichbar? Es geht ja immer um das Verhalten in der Population, in der Grundgesamtheit. Was sind die beiden Hypothesen? Die Nullhypothese ist, dass die Mittelwerte in der Population miteinander vergleichbar sind. Und das schreibt man eben so, H0 Doppelpunkt μPG gleich μKG. Also das μ habe ich jetzt mal so hingeschrieben, aber das ist ja eigentlich der griechische Buchstabe μPG. Und das wäre dann gleich dem μKG.
Das ist allerdings in Word ein bisschen mühselig zu schreiben. Mit Blick auf eine Klausur, wo man was tippt, zumindest bei den Online-Klausuren, ist es so, ist es einfacher, das so zu schreiben, wie ich es hier angebe. Beziehungsweise eben dann μ pg ungleich μ kg. Ja? Und das ist die Nullhypothese. Das μ steht also für den Mittelwert in der Population. Und ist dieser Unterschied signifikant? Frage, Antwort unter 3. Der Unterschied ist nicht signifikant. Ist nicht signifikant, weil a, der p-Wert mit 33,04% über der Schwelle von 5% liegt und b, der absolute t-Wert mit 0,97 unter dem Schwellenwert liegt. Wenn man sich dann Output anguckt, dann steht da ja minus 0,97. Ja? Aber der absolute Wert ignoriert dieses Vorzeichen und der t-Wert, der absolute t-Wert oder der t-Wert im Betrag nach ist dann plus 0,97. Und der Wert liegt deutlich unter 2. Antwort auf die Forschungsfrage ist also, Programm und Kontrollgruppe sind bezüglich des Anteils an Verheirateten miteinander vergleichbar. Punkt und Schluss.